du Pfeife? Ich hab mich doch entschuldigt. Reingelegt. Du dachtest, wir wären sauer, aber wir sind es gar nicht. Höchstens etwas ranzig. Weißt du mittlerweile wieder, warum du uns zu Erdnussbutter verarbeiten wolltest? Für die Liebe. Für die Liebe. Ja, ja, soweit war die Frage. Wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ich will Rita mit Rocco verkuppeln. Rocco McChronicle? Aus der Werkstatt? Ich finde ihn nett. Ein Traumpaar. Was ist, Jungs? Wollen wir uns für die Liebe opfern? Ja. Ja! Für Rita und Rocco. Na los! Worauf wartest du? Nimm uns mit und mach Erdnussbutter aus uns. Für die Liebe. Für die Liebe. Für die Liebe. Okay, dann, ja. Wir eignen uns übrigens hervorragend, um Erdnussbutter herzustellen. Wir sind lecker und bekömmlich. Gut zu wissen. Leider ist das Butterfass kaputt. Naja, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Du schaffst das, Rufus. Hip, hip, hurra. Da hat aber jemand mal ordentlich zugebuttert. Was ist denn da dran kaputt? Okay, wir brauchen irgendwie noch Geld. Erstmal zur Farm. Da hat sich nämlich, glaube ich, nichts getan. So, McChronicle. Vielleicht hier? Kannst du das hier vielleicht reparieren? Nicht ohne Werkzeug. Und das habe ich im Timepod gelassen. Dann müssen wir einen Weg finden, an das Timepod zu gelangen. Das müssen wir doch sowieso. Ach ja. Okay, kriegen wir vielleicht von irgendeinem Geld? 5 unterschiedliche Tierbisse in einer halben Stunde. Hallo? Respekt? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Erzählst du von unseren Abenteuern? Ja. Euer Auftauchen ruft eine Menge Erinnerungen wach. Ich hatte fast vergessen, wie lässig wir damals waren. Lässig? Grob fahrlässig trifft es wohl eher. Grob fahrlässig? Das gefällt mir. Fasst es gut zusammen. Und? Können wir dann los? Jetzt nicht. Ich erfahre hier... Es ist wahr. Die dunkle Seite, den Yeti. All das gibt es. Tja. Wir haben hier kein Werkzeug, oder? Eher nicht. So, hier ist auch nichts Neues. Vielleicht kann ja er hier das reparieren. Das hier ist doch eine Werkstatt, oder? Ertappt. Vielleicht hätte ich das Werkzeug besser verstecken sollen. Mach heil. Was ist es denn? Wonach sieht's denn aus? Ich würde auf einen vorsintflutlichen Zylinderkopf tippen. Da die Zeitreisenden hier alle aus der Vergangenheit kommen, wundert mich das gar nicht. Reparieren lohnt sich da wohl nicht mehr. Aber zufällig habe ich einen Ersatzzylinder auf Lager. Hier. Behalt ihn ruhig. Das erste Ersatzteil geht bei uns immer aufs Haus. Komisch. Bei mir geht das erste immer ins Nachbarsfenster. Okay, dann haben wir hier den Zylinder. Dafür brauche ich nur und den Autoschlüssel. Oder? Wie sieht's aus, Jungs? Lust auf einen Tapetenwechsel? Na logisch! Geht los, Alter! So, und ab ins Auto. Der würde hier genau hineinpassen. Aber warum sollte ich mein neues Butterfass verschwenden, um unaufgefordert fremde Autos zu reparieren? Ich bin doch hier nicht der nette Onkel vom Automobilclub. In so einem kleinen Kaff muss man allerdings fehlt dazu. Also jetzt mal. Kriegen wir die an? Verdammter Butter. Ach komm schon. Der würde hier. Aber ich bin durch. Vielleicht nochmal mit Maverick reden. Dass wir das irgendwie reparieren sollen. Und? War es das Licht? Ich bin mir noch nicht sicher. Lass dir Zeit. Meine Arbeit hier ist getan. Nun ist es Zeit für den namenlosen Rufus in den Sonnenuntergang zu reiten. Rufus, Rufus, the king of the wild front. Sehr schön. Können wir den
nicht zurückgeben. Wo hab ich noch gleich meine Zeit und vor allem wann? Der würde hier gehen. Aber warum sollte ich mein neues Butterfass? Ich bin doch hier nicht der. Kriegen wir vielleicht jetzt einen Toast? Hallo Riet, was gibt's? Herr Schwebeste. Einmal Toast und Milch. Hast du Geld? Nö. Ich glaube, Rocco hat ein Auge auf dich geworfen. Das glaube ich erst, wenn er mir einen Antrag macht. Das letzte Auge, das auf mich geworfen wurde, kam aus einer Fulok-Suppe. Ein Fettauge? Nein, kein Fettauge. Ich glaube... Das höre ich, sollte mich... Ich werde ihn lieben. Er ist noch... Und? War es das? Ich bin das jetzt. Vielleicht nochmal mit Rocco reden, dass er uns das einbaut? Bin mir nicht sicher. Kannst du das hier reparieren? Ich denke schon. Aber es ist gar nicht kaputt. Ich weiß, wir sind schnell. Empfehle uns gerne weiter. Und? Schon aufgeregt? Du, Rufus, ich bin mir langsam nicht mehr so sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist. Vielleicht sollten wir die Aktion abblasen. Ach, Paperlatüt. Natürlich ist das eine gute Idee. Du hast nur kalte Füße. Das ist ganz normal. Hast du denn einen Frack und einen Ring auftreiben können? Ist in Ordnung. Wenn du in Paradox City nicht fündig wirst, frag vielleicht, der Architekt weiß für gewöhnlich, in welcher Zeit man was finden kann. Nicht vorsagen. Okay, gehen wir nochmal aus der Stadt raus. Oh, da ist ein Portal offen. Die Leute! Ist ja schon gut. Ich sagte, natürlich! Ist ja schon gut. Tja, damit können wir nichts anfangen. Na los, zeigt euch! Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Hier gibt's auch nichts Neues, oder? Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Die Frage ist... Motorhaube, Zeitmaschine, Motor. In so einem kleinen Kaff muss man zusehen, dass man schnellsten... Allerdings, also jetzt mal im Ernst. Hier, Zylinder, bau den doch ein. Der würde hier gehen, aber warum soll ich denn nur hin? Verdammter... Er will hier Erdnussbutter, aber die kriege ich noch nicht. Muss es wirklich ein Erdnussbutter-Sandwich sein? Ja, muss es. Mein Ernährungsberater hat sich da sehr deutlich ausgedrückt. Okay, das ist doof. Bei dem Fischer Leid, das wäre. Meine Arbeit hier ist genug. Tja. Dann haben wir ein Bohrloch, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Die Welt ist noch nicht, aber in der Zukunft werden sie es sicher zu schätzen wissen. Ach, guck mal. Es ist vollbracht. Na, vollbrungen gewissermaßen. Es ist vollbracht gewissermaßen. Na dann können wir ja jetzt wieder handeln, hoffe ich. So, hier, zack. Rufus bringen kein. Interessant. Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obs. Ich habe mindestens zwei Klienten, die für so ein Klunker viel Geld bezahlen würden. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpampe. Recht so, quid pro quo. Okay, was haben wir hier? Rufus haben Furzpampe. Rufus glücklich, Bulk traurig. Okay, können wir das ihm vielleicht geben? Hier, damit geht's bestimmt gleich besser. Oh, das ist ja genau das Richtige. Oh, oh, oh. Sehr schön. Ich
Danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. So, benutzte Geldscheine. Und es stinkt doch. Mit denen können wir uns ja jetzt bestimmt ein Sandwich holen. Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende, bestell. Einmal tun. Kommt sofort. Hier, der Rest ist Trinkgeld. Ich hasse diesen Job. Ich glaube, ich... Das höre ich, sollte mich... Und? Habt ihr euch schon eingelebt? Na logisch. Toll hier. Bertie blockiert immer das Badezimmer. Damit kann man lediglich Zeitmaschinen antreiben und Butter stampfen. Mehr nicht. Das könnte mal ein prima Erdnussbutter-Sandwich abgeben. Aber bevor es soweit ist, muss ich wohl noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Ja, jetzt bräuchten wir eigentlich die Erdnussbutter. Der würde hier gehen. Aber warum sollte ich meinen... Ich bin doch hier nicht der... Ach, jetzt vielleicht? Aber ja doch. Ich könnte den Motor benutzen, um Butter für mich zu stampfen. Was hat er gesagt? Nicht dazwischen quatschen. Ich glaube, jetzt wird's spannend. Ach, ihr Guten. Ich werde euch vermissen. Wieso? Wo gehen wir hin? Hey, ist das eine Art Karussell? Es geht los. Euer Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Sehr schön. So, Erdnussbutter auf Sandwich. Das erinnert mich an die Pausenbrote, die ich damals immer Wenzel geklaut habe. So, damit können wir jetzt Richtung Zukunft. Dem Bauarbeiter das Heft abnehmen und dann kriegen wir hoffentlich den Frack und den Ring. So ist hoffentlich der Plan. Hat hier jemand ein leckeres Erdnussbutter-Sandwich bestellt? Mmh, ja, lecker. Hier, behalte ruhig das Magazin. Ich habe es eh schon zum dritten Mal durchgelesen. Da ist sogar etwas Motoröl in der Butter. Wie Mama es mir immer gemacht hat. Mal gucken, was in der Zukunft so in Mode ist. Turbane? Echt jetzt? Wissen wir Bescheid. Huhu, na klar, Lenk, es geht schon. Ich suche noch immer nach einem Hochzeit. Ich hab's meinen Informanten und ich habe mir... Easy Man, man trägt jetzt Turban. Ach ja? Das klingt mir ziemlich weit hergeholt. Hast du einen Beweis dafür? Natürlich. Hier. Natürlich. Ja, das dürfte wohl reichen. Mein Informant ist zufrieden und er weiß tatsächlich, wo du diese Gegenstände findest. Ich zeichne dir die entsprechenden Koordinaten auf der Karte ein. Da, und jetzt verschwinde. Okay, dann nehmen wir die Portalkarten mit. Gehen hier wieder rein. So, Vince. Kannst du mich da hinbringen? Lass mal sehen. Ja... Das sollte möglich sein. Und meine alten Knochen könnten ohnehin wieder etwas Abenteuer vertragen. Lassen Sie sich nicht foppen, mein Freund. Es gibt keine Abenteuer bei einer deterministischen Zeitreise. Papalapap, hör nicht auf die Leute. Es würde mir ein Traum nicht einfallen. Zeitleitung, check. Tachyonenkonzentrator, check. Hämorrhoidenring, check. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Meine Prostata kribbelt geradezu.
Na dann. Bisschen klein.